Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Wir sind hier stehen geblieben, so ungefähr. Und ja, machen einfach mal weiter. Kann man nicht runterholen? Pfeile, okay. In den unteren Ebenen sein. Drücke ich da erstmal schnell, mal schauen. Irgendwas nochmal. Nicht durch. Wie komme ich wieder raus? Muss ich wohl nach unten? Ich muss irgendwie da durchkommen. Oder auch nicht. So, da geht's noch weiter. Ah. Okay. Jetzt bin ich dahinter. Was kann ich hier aufmachen? Kannst du nicht mehr rüberklettern? Gut. Kann ich was mit den Kisten hier machen? Nee. Außer klettern geht da gerade nichts. Ich muss auf jeden Fall nach unten. Jetzt gehe ich aber erstmal nach oben. Ah. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. Okay. Jetzt schaue ich schnell mal die Karte. Das Vieh gibt es hier in der Ecke nicht zu holen. Fährt das mal wieder hoch. Das Ding muss mit mehr Wucht runter, hat's geheißen. Aha. So. Ach. Ja, gut. War? Nein. Du musst da rüberspringen. Okay, kannst du nicht. Dann kletterst du eben. Halt andere Seite.
die anderen Teile lockern. Ach so, ich verstehe. Ich muss die Teile... Ah. Okay, jetzt ist okay, jetzt ist klar. Na, jetzt auch noch. Das Thema hier. Achso, hier geht es ja nicht mehr hoch. Das habe ich hier schon hochgeholt. Ich muss mir den Weg freischießen. Komme ich da hoch? Von hier? Nicht, aber von da aus wahrscheinlich. Oder? Nee, hier kann ich das kaputt machen. Wie komme ich jetzt da hoch? Darüber springen? Ja, aber hier komme ich nicht rein. Fest übersehen. Zwei erledigt, noch zwei. Vielleicht komme ich da doch rüber. Nein. Das kann ich nicht rennen. Jetzt hat's geklappt. Dann machen wir auf jeden Fall das schöne Fahrstuhlrätsel. Gut, jetzt sind alle Teile an der Position zum Abmachen. Das eine ist hier oben. Wie komme ich da hoch? Das ist auch schon wieder eine Frage. Wie komme ich da rein? Mal gucken. Von da kann ich da wahrscheinlich rüberklettern. Oder? Ich habe die Frage, wie ich da hochkomme. Ich habe das freigeschossen. Ach Leute. Ah Leute, das ist doch. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. Ich mache erstmal das hier. Vielleicht wird dann was frei. Da hinten komme ich auf jeden Fall hin. Die Frage ist bloß wie. Wie komme ich da hin? Mal schauen. Moment. Machen wir einen Bogen oder kann man ein bisschen snipern? Ist da eine Leiter da drin? Oder? Ist das eine Leiter? Nee, das ist keine Leiter. Vielleicht
Vielleicht muss ich einfach nur in den Aufzug rein. Jetzt geht's auf Anhieb. Muss ich wieder ein Stück runterfahren, scheinbar. Dass ich an das andere Ding komme. Aber dann steht das Ding ja wieder nicht da oben. Muss ich mir das nochmal kurz angucken. Ja gut, ich brauche was zum Festmachen da. Aber da kann ich klettern. Dann kann ich vielleicht irgendwie von der Seite aus klettern, wenn ich es da oben habe. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Doch nicht großartig darauf geachtet, dass ich da an der Wand klettern muss. Wieso geht's das auf Anhieb, ey? Das ist doch... Ach, okay. Gut. Wie komme ich aber da durch jetzt? Das ist auch wieder eine Frage. Hebel, den kann ich aber nicht umlegen. Der Fahrstuhl noch mit einem Teil fährt, das ist auch wieder total lustig. Ja. Gut, also von da aus. Ich muss da hin, da komme ich da rüber, wenn ich hier die Wand da. Von da aus muss ich rüberspringen, dann komme ich von da unten. Muss ich wieder runter. Ich komme irgendwo von hier unten hin. Da ist die Wand. Wie komme ich da hoch? Von da aus. Von drinnen. Achso, vielleicht kann ich jetzt da reinklettern, oder? Ich sag keine. Ist hier von der gegenüberliegenden Seite irgendeine Position, wo ich dann schießen kann und festhaken? Gehe ich mal da hoch. Oh je, Leute, ey, das ist doch... Normalerweise finde ich sowas gut raus, aber das ist gerade echt ein bisschen... Ja, Achtung, dass die Leiter aus dem Kopf fällt, ist klar. Da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Komm ich da hoch? Das ist jetzt die Frage. Ich hole das ja jetzt doch nochmal runter. Ich kann es ja eh wieder hoch machen jederzeit. Boah, das ist so schön laut. Ja, nein. Obwohl, ich hätte vielleicht eine Idee. Eine ganz gute Idee sogar. Hoffentlich funktioniert das.
Ah. Jetzt. Darauf muss man erstmal kommen, hey. Oh, das war knapp. Die hat sich so komisch gedreht. Ich mach erstmal das auf. Und jetzt können wir das Teil kaputt machen. Und tschüss. Fahrstuhl ist unten angekommen. Ja, das hat bestimmt keiner gehört. So, da komme ich ja nicht. So. Waren sie das? Das waren sie. Gut. Mein Schatz. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oh, schön. Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Nice. Aber der Helm sieht ein bisschen groß aus für so eine kleine Kiste, also naja, das ist wieder ein bisschen. Das schauen wir gleich, schauen wir erstmal hier nochmal kurz, oder beziehungsweise auf der Karte. Also hinter mir ist die Schatzkarte dann. Und den Teil aber da vorne ist eine Reliquie. Totenköpfe, schön. Wählerisch? Ich bin doch nicht wählerisch. Schienen? Halt, da ist was. Da ist eine Karte, da ist die, was wir wollen. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Da. Einfach mal drüber. Super. Ist noch was? Nö. So ist schön versteckt da. Das muss man den lassen. So.
Da wo das Ziel ist, ist auch ein Dokument. Ah, jetzt hier geradeaus ist auch ein. Da wieder rüberklettern. Von da wahrscheinlich, oder? Ja, haha. Auch wieder so schön versteckt. Leute, das ist schön gemacht. Muss ich lassen, das habt ihr nicht übel gemacht. Schrank zum Aufmachen. Waffenmodifikation verfügbar. Neue für Waffen im Lager. Sehr geil. Okay. Das ist die Frage. Sollte ich da nochmal zurück dafür? Ich quatsche, dass ich jetzt so wenig mehr zurück können. Wegen dem kaputten Teil habe ich wahrscheinlich verpasst, aber. Oha. Was ist das da? Thron oder? Ist da einer? Was ist das? Das ist auf jeden Fall ein Helm und ein Oberkörper oder so. Geschichtenmäßig, was gleich wahrscheinlich wieder erzählt wird. Ach du Scheiße, was ist das für ein Ding? Ich hoffe, das Ding bewegt sich nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Das wäre ein bisschen zu heavy. Das ist ja nochmal so ein Ding. Das wäre echt heavy, wenn das Ding sich bewegt. Komm schon. Hier ist es. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Dokument da oben, wo ich hin muss. Komme ich so nicht hoch? Um was zu holen? Na, muss ich den geraden Weg gehen? Vorsichtig. Was ist das? Nein, die bewegt dich jetzt nicht. Oh. Cool. Diese Figuren, Krieger, sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Selbstmord. Cool, kriege ich jetzt ein Schwert? Ist wunderschön. Oh, und kaputt. Und noch scharf. Hallo? Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste nur, der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Okay. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Die Seele in einem verwesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Okay. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen?
ja. Der steht doch hier hoch. Nein, ach kommt. Verdammt. Kann ich aber auch. Haha. Ah, jetzt kommt man da hoch. Oh, hau ab. Hau ab. Oh, Alter. Fuck. Kommt der jetzt her, ey? War's das? Puh, zum Glück. Muss ich jetzt mal schnell schauen. Das Dokument hatte ich ja schon, okay. Munition.
Ach so, ja gut. Ich sehe gerade, wir sind am Ende vom Part angelangt und machen hier einen kurzen Cut und sehen uns hier gleich wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Shadow Mask.